Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Ich wusste gerade den Namen nicht mehr. Ich wollte gerade richtig dunkle Schatten sagen, weil ich mir gerade eben die letzte Folge angesehen habe, damit ich die Stimmen für die Hochzeit wieder weiß. Und wisst ihr was? Genau deswegen machen wir das jetzt auch allererstes. Ich glaube, mit Zuflucht haben wir den gespeicherten Ort immer noch drin, oder? Ja, wunderbar. Nein, noch eins höher. Also, wir gehen erstmal rein. Und natürlich sehen wir uns hier auch um. Viele Bücher über Religion und Glaube. Eine Verschwendung von Papier. Also, das alles Bücher über Religion und Glaube? Ja. Da oben ist ein Vulkan. Hier ist ein Sonnenuntergang am Meer. Da ist ein speiender Vulkan. Und hier ist, sind die ersten Sonnenstrahlen einer aufbrechenden Regenwolke in einem Wald. Aber nichts versteckt. Was ist denn hier los? Eine Hochzeit! Psst, wir wollen nicht stören! Maria! Musik, bitte! Und nun möchten Alex und seine auserwählte Christine in den ewigen Bund der Ehe treten. Die Ehe ist ein Bund durch Gottes Hand. Ihr schwört euch ewige Treue und Liebe. Ihr werdet Seite an Seite für eure Liebe stehen, glücklich bis ans Ende eurer Tage. In guten sowie in noch besseren Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Eure Liebe wird jeden Tag aufs Neue erwachen und eure Kinder werden eure Liebe in ihren Herzen tragen und ihr werdet eine glückliche Familie sein. Bla bla bla. Du bist einfach zu unromantisch, Aska. Und wenn ihr dann auf euer Leben zurückblickt, werdet ihr erfüllt sein von Stolz und noch mehr Liebe. So frage ich dich, Alex, willst du dir deine dir angetraute Christine lieben und nochmals lieben in allen Zeiten? Ja, ich will. So frage ich dich, Christine, willst du deinen dir angetrauten Alex lieben und nochmals lieben in allen Zeiten? Ja, ich will. Schön, einfach nur schön. Naja, ich hab Hunger. Und so seid ihr nun Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Meine Kinder, bitte, hebt euch das für später auf. Und nun nichts mehr auf Hochzeitsreise. Eine wunderschöne Kreuzfahrt. Na endlich, das hat wieder gedauert. Ha. Also ich fand das auch sehr schön. Danke, Nyria. Jederzeit, Schwester. Danke, Maria. Das reicht jetzt. Spiel das Übliche, bitte.
Angel geht nun mit der Kollekte rum. Liebe Anwesenden, spendet im Namen der Liebe. Geld als Kollekte stehen. Wir spenden einfach mal 500 Filar, Leute. Das können wir uns, glaube ich, leisten. Löblich, löblich. Im Namen Gottes bedanke ich mich für eure großzügigen Spenden. Das Großzüge bringt mich irgendwie total durcheinander. Und nun geht, meine Kinder! Ich fühle mich in Kirchen irgendwie gar nicht wohl. Ständig dieses leichte Brennen und Kribbeln auf der Haut. Hey, ganz meiner Meinung. Aber sag mal, kennen wir uns zufällig irgendwo her? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Nicht, dass ich wüsste. Naja, ist doch auch egal. Irgendwie habe ich Hunger. Ha, das erinnert mich an die gute alte Zeit. Damals, als Gaga von uns noch den Hintern versohlt bekommen hat. Der Kea sieht mir irgendwie gar nicht so unähnlich. Ich wünschte, ich würde eine Frau finden. Aber als Magier hat man es eben nicht leicht. Sir Mattis. Verdammt, ich glaube, den habe ich nicht angesprochen gehabt. Oder war der beim Schluss dabei? Ich weiß die Stimme nicht mehr. Verdammt, ich habe es mir gerade eben angesehen gehabt, Leute. Mist. Das Blöde ist, ich wusste von genau von den beiden wusste ich Stimme sowieso. Und von Alex und Christine auch. Aber von allen anderen nicht mehr. Da waren noch drei andere Frauen auch dabei und noch dieser eine Typ. Und ich glaube, noch ein Typ. Und von denen wusste ich die Stimme nicht mehr. Und blöderweise habe ich mir von dem die Stimme nicht gemerkt. Verdammt. Oder besser gesagt, ich habe sie schon wieder vergessen. So, so. Nun haben es die beiden doch noch getan. Und das, obwohl Alex konsequent zu spät zum Essen kommt. Wurde aber auch mal Zeit, dass jemand Alex zum Mann macht. Ich bin ja froh, dass es eine Frau war. Was hätte nicht alles passieren können? Oder war der am Schluss gar nicht dabei? Vielleicht war der am Schluss nicht mal dabei, keine Ahnung. Vielleicht weiß ich deshalb die Stimme nicht mehr. Entschuldigt bitte, aber ich muss die Orgel spielen. Sprecht mit Bischof Josef. Immer dieses gleiche Gedudel. Wird Zeit, dass sich Josef mal ein anderes Lied aussucht. Kein Engel von Ritterstein zum Beispiel. Tja. Ja, wir können hier leider nicht spielen. Das Leben in der Kirche ist ganz schön hart. Ständig muss man arbeiten. Aber ich arbeite mich schon noch nach ganz oben. Dann kann ich auch den ganzen Tag voll rumstehen, wie Josef. Naja, die Kollekte war diesmal ja nicht gerade üppig. Wie kann ich euch helfen, meine Kinder? Das war eine schöne Hochzeit, Bischof. Danke. In letzter Zeit gab es nicht allzu viele Hochzeiten. Ich bin froh, wenn sich dann doch ab und an ein Paar findet, das sich in das Abenteuer der Ehe begibt. Wann war denn die letzte Hochzeit? Nun, die letzte Ehe sind Maronius und Lisa eingegangen. Aber nun ist ihr Mann auch schon wieder verstorben. Nach nur 4 Monaten. Das arme Mädchen. Es sollten sich viel mehr junge Paare trauen lassen. Es ist Gottes Wunsch.
Ach, da war ich aber wieder gut heute. Ja, ich kann es doch. Tja. So, wenn wir jetzt rausgehen und wieder rein, sind die dann immer noch da? Ja. Dann lassen wir sie. Mit dir haben wir noch nicht geredet, weil ich eigentlich dachte, sie wäre Christine. Junge Frau. Hey, habt ihr schon gehört? Dieses Mann ist gestorben und sie hat sein ganzes Vermögen geerbt. Hätte ich bloß auch so einen reichen Kerl, der den abkratzt. Ah, ja. Danke für die Information. Moment mal, ich kenne euch ja gar nicht. Ihr seid nicht zufällig reich. Verschwinde, du raffgierige Kuh. Hey, man wird da wohl mal fragen dürfen. Wo kriege ich nur einen reichen Kerl her? Alt und reich, das wäre fein. Naja, also in Anbetracht des Jahres, in dem wir gerade leben, sind wir noch nicht mehr geboren. Also sind wir nicht alt. Ansonsten sind wir, naja, eigentlich doch alt, würde ich sagen. Also Walner ist, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, wie alt war er, als er in einem Papier verwandelt worden ist? 20, 30? Keine Ahnung. Und dann, keine Ahnung, die haben bestimmt 10 Jahre oder so gelebt. Also könnte man Walner schon, also ist er 30, 40 Jahre alt, sowas, also man könnte ihn schon als alt bezeichnen. Naja. Und reich sind wir auch? So, wie sieht's denn aus mit... Ach, wir haben den Sicherheitsspielstand nicht überspeichert. Wir machen das jetzt. Und wir haben die Musik nicht geändert. Blood. I need blood. Ah, bevor wir jetzt weiterspielen, Leute, wir machen jetzt erstmal unsere Runde. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Dann sehen wir wegen den Söldnern nach. Oh, da bin ich ja gespannt, ob die Angriffe jetzt wieder funktionieren. Also der Spielstand ist zumindest noch okay und nicht kaputt oder so. Naja. Mal sehen, ob uns wieder mal jemand angreift. So, und mal sehen, was wir heute kriegen. Umwandeln. Heilelixier und Seelenfragment erhalten. Verwandeln. Hallo, ich habe gerade gedrückt. Hat er nicht bemerkt. Zum Glück sind wir immer noch bei einer Vampir-Magierin. So, was kriegen wir hier? Moment mal kurz. Tut mir echt leid, Leute, die Post ist gerade jetzt gekommen. Zum dritten Mal heute. Ich muss mal kurz weg, bin gleich wieder da.
So Leute, da bin ich wieder. Es tut mir echt leid heute. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe ein paar Sachen über Amazon bestellt. Das ist ja Weihnachten. Habe ich ein paar Weihnachtsgeschenke bestellt. Und jetzt waren heute schon DHL und UPS da und gerade eben sogar noch Hermes. Dabei sollten eigentlich gar kein Paket mehr kommen. Also zumindest von Hermes nicht. Eigentlich alles über DHL. Naja, keine Ahnung. Naja, echt seltsam. Egal. So, Heilelixion Seenfragment erhalten. Jetzt hier noch verwandeln. Ja, komm, das wird ein Lord. Ich werde ein Lord. Ja, das ist ein Lord. Super. Es ist echt seltsam, Leute, denn eigentlich, ich hab zwei Sachen bestellt und bei Amazon stand da, ja, eins davon muss einzeln geliefert werden, fünf Sachen habe ich bestellt, eins davon wird einzeln geliefert und die anderen vier werden zu einem Paket zusammengemacht und geliefert. Ja, jetzt habe ich drei Pakete habe ich jetzt, vier Pakete habe ich zu Hause rumliefern, aber es waren jetzt schon drei Leute da, also nichts von wegen Paket zusammennehmen. Aber naja, ist wahrscheinlich wegen diesen Weihnachtsstreiks da und so. Egal. Es ist echt blöd, dass es ausgerechnet jetzt dann kommt. Es ist schon Nachmittag. Normalerweise kommt sie immer vormittags. Aber gut, ich habe auch noch nie was von Hermes bekommen. Der kommt halt nachmittags. So, wir haben 10 Seelen. 2970 Seelen erhalten. Vier Heiltränke, ein Heilelixier, 6-mal Blitzstaub, einen Flammentrank, 2 Säuretränke, 2 Regenerationselixiere, 4 Speichersteine und 42.202 Fehler erhalten. Das war jetzt echt viel, Leute. Blutnektar erhalten. So, dann sehen wir mal, was wir verkaufen können. Hier 8 Heiltränke. 3 Heilelixiere. 2 Bluttränke. 6-mal Blitzstaub. 3 Panzer der Nymphen. Ja, der kann auch weg. Gehen wir 2 kostbare Felle. Die heben wir uns natürlich auf. So. Dann haben wir das. Das Söldner brauchen wir keine. Hier oben haben wir soweit auch alles. Dann gehen wir jetzt weiter nach unten. Das sieht gut aus, Leute. ...111.180 Filar. Geil. Dann haben wir jetzt 300.000, oder? 358.000 sogar. Wow, Leute. Jetzt sind wir reich. Hohoho. Haben wir ein rotes Armband? Ich glaube, ja. Nein, haben wir nicht. Okay. So. Dann halt. Doch, Post lesen. Ich
ich bin es mal wieder. Ich weiß, langsam gehe ich dir sicher auf den Sack. Aber das muss sein. Ich wollte nur fragen, wann denn nun VD2 und Beta rauskommt. Autsch, mein PS, hier ist es. So, dann hätten wir aber hier soweit alles. Dann möchte ich jetzt nach oben gehen, speichern und dann machen wir die Quests, die wir in... Ach verdammt, hier ist die Stadt nochmal, Mirana, glaube ich, bekommen haben. Speichern. Und ja, dann sehen wir mal nach, welche Quests wir bekommen haben. So, Schlösser des Clans, Runengeneratoren, niemand mag mich, bunte Steine, guter Stoff. Bleibe bei Gerum und bringe sie zum Elras. Naja, der Bugus. Ah, hole einen Buguskäfer aus dem Wald westlich von Burg Yola. Das machen wir. Wo war Burg Yola? Da.